Herrn Mayer für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, ich bin der Überzeugung, dass es gut ist, dass mehr als ein Jahr nach dem schrecklichsten islamistisch motivierten Anschlag, den wir in Deutschland bislang erleben mussten, wir uns hier im Deutschen Bundestag offenkundig einig sind, dass wir einen Untersuchungsausschuss einrichten. Ich bin aber auch der Überzeugung, dass es wichtig ist, dem Eindruck entgegenzutreten, dass wir mit diesem Untersuchungsausschuss erst beginnen mit der Aufklärung dieses schrecklichen Attentats. Wir haben uns in der letzten Legislaturperiode viele Stunden im Innenausschuss mit diesem schrecklichen Attentat und den Vorkommnissen beschäftigt. Und wir haben uns insbesondere auch im parlamentarischen Kontrollgremium sehr intensiv mit dem Anschlag vom Breitscheidplatz beschäftigt. Wir haben eine Taskforce eingerichtet und ich bin der festen Überzeugung, gerade auch dieser Fall hat gezeigt, dass dieses neue Instrument der Taskforce sich bewährt hat. Die Taskforce war nämlich die erste Gruppe, die einen Abschlussbericht zutage gefördert hat. Und wir haben auch, und das ist mir auch wichtig zu betonen, schon in der abgelaufenen Legislaturperiode auch sehr schnell Konsequenzen gezogen. Sowohl im Hinblick auf gesetzgeberische Maßnahmen, aber auch im Hinblick auf eine Veränderung des Verwaltungshandelns. Wir haben zum Beispiel das Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht verabschiedet, das vorsieht, dass der Ausreisegewahrsam verlängert wurde von 4 auf 10 Tage, dass die Voraussetzungen für die Abschiebehaft, ein großes Problem bei Anis Amri, deutlich reduziert wurden. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass Asylbewerber, die nicht bereit sind, ihre Identität preiszugeben, auch mit einer Residenzpflicht versehen werden. Wir haben auch, was das Verwaltungshandeln anbelangt, vieles verbessert. Es gibt jetzt im Bundeskriminalamt eine Systematik, ein Bewertungssystem, nach dem evaluiert wird, wie gefährlich bestimmte Personen tatsächlich sind. Das ist auch ein großer Fortschritt. Und diese gesetzgeberischen Maßnahmen haben auch ihre Erfolge gezeigt. Das möchte ich auch in aller Deutlichkeit betonen. So sind im letzten Jahr 60 Gefährder erfolgreich aus Deutschland abgeschoben worden. Das ist auch ein Erfolg dieser schon vorgenommenen gesetzgeberischen Veränderungen nach dem schrecklichen Anschlag vom Breitscheidplatz. Gleichwohl, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, dürfen wir nicht stehen bleiben. Und mein Wunsch an diesen Untersuchungsausschuss wäre, dass er nicht wie vielleicht andere Untersuchungsausschüsse in vergangenen Legislaturperioden nur als Plattform dient für parteipolitischen Klamauk oder für parteipolitischen Schlagabtausch. Mein Wunsch wäre, dass wir sehr konstruktiv detailliert Fragen stellen, dass wir natürlich auch kritische Fragen stellen, was es auch noch weiterhin an Verbesserungsbedarf gibt in unserer Sicherheitsarchitektur, die natürlich auch aufgrund des Föderalismus mit Problemen behaftet ist. Ich bin auch der Überzeugung, dass wir uns intensiv mit der Frage beschäftigen müssen, was gibt es noch an Verbesserungsbedarf im Informationsaustausch, sowohl innerhalb Deutschlands, aber auch mit den Nachrichtendiensten oder mit den Sicherheitsbehörden von befreundeten Ländern. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir uns natürlich auch sehr intensiv mit der Frage beschäftigen müssen, wie gehen wir mit Gefährdern um? Gibt es einheitliche Standards? Was gibt es auch noch an deutlichen Verbesserungsbedarf im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum? Das sind alles berechtigte und notwendige Fragen, denen intensiv nachgegangen werden muss. Ich bin aber auch, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, der Überzeugung, wir sollten diesen Untersuchungsausschuss nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag strecken und tagen lassen. Es geht nämlich bei diesem Untersuchungsausschuss darum, dass wir auch relativ schnell konkrete Konsequenzen, Schlussfolgerungen und Empfehlungen zutage fördern. Die Aufgabe dieses Untersuchungsausschusses ist es aus meiner Sicht nicht, dass wir uns in Vorverurteilungen ergehen, dass wir uns in gegenseitige und vielleicht häufig auch vorschnelle Schuldzuweisungen ergehen. Es geht auch, wie gesagt, nicht darum, hier vermeintlich parteipolitischen Profit aus diesem Untersuchungsausschuss zu ziehen, sondern die gemeinsame Aufgabe dieses Untersuchungsausschusses ist es, noch vorhandene Defizite, notwendigen Veränderungsbedarf zu detektieren und dann diesen Änderungsbedarf auch schnell in die Tat umzusetzen. Und das ist, glaube ich, der gemeinsame Auftrag, den wir alle haben. Und in diesem Sinne kann ich auch nur für unsere Fraktion, für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion sagen, dass es natürlich auch unser Wunsch ist, dass wir zu einem gemeinsamen Untersuchungsauftrag kommen. Wir werden deshalb auch im Geschäftsordnungsausschuss offen sein, auch für Änderungswünsche, für Änderungsanträge anderer Fraktionen. Unser Ziel ist es, dass das Ergebnis dieses Untersuchungsausschusses ist, dass die Sicherheit in unserem Land verbessert wird
Und dass auch wenn es keine hundertprozentige Sicherheit gibt und auch wenn es keine hundertprozentige Gewähr dafür gibt, dass sich nicht wieder ein Terroranschlag in Deutschland ereignet, dass wir alles dafür tun, dass wir unsere Sicherheitsbehörden so ausstatten und ihnen das Rüstzeug an die Hand geben, dass mit größtmöglicher Wahrscheinlichkeit ein derartiger Terroranschlag vermieden wird und sich nicht mehr in Deutschland ereignet. In diesem Sinne hoffe ich auf konstruktive und sachliche Gespräche. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.